Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Am 6. Mai in der Swiss Life Hall Hannover. Auf, wir sind bei den Unified Rules und im Catchweg. Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. 90 Kilo. Ihr Applaus bitte für Tim Richter und Shota Gosalia. Also, liebe Zuschauer, ich glaube, hier solltet ihr nicht zwinkern. Die Jungs wiegen Minimum 90 Kilo. Seconds out, Betreuer aus dem Ring. Seconds out, please. Jetzt im Käfig vielleicht Ring sogar frei, ein paar Runde Kilo 1. Schwerer. Ja, die werden gut gegessen haben nach dem Wiegen und getrunken, ja. Aber... Und deswegen gehe ich davon aus, das wird richtig knallen. Wie immer die Null-Blinzel-Aufforderung. Erster Low-Kick von Richter. Oh, Shota schickt aber eine harte Rechte rüber. Ja, das sind schon Bomben, die da fliegen. Da ist richtig Power hinter. Oh, aber Tim ist der Mann, der im Vorwärtsgang ist. Shota wartet. Linke Haken, der durch die Luft geschossen ist. Und nun sieht man hier so, das sind Rückenkreuzmuskulaturen, die da wirklich antreten hier. Ja, sieht sehr, sehr massiv aus, sieht man der Rückenmuskulatur. Kniestoß zum Körper. So, aber natürlich hebst du den anderen, der eben auch 90 Kilo hat, nicht einfach so aus. Und Tim Richter ist da einfach auch so ausgebufft. Schau mal, am linken Bein sieht man vom Low-Kick, der da abgeschossen wurde nur, am Anfang. Nur von dem einen, der drauf war, was da schon für eine rote Stelle ist. Ja. Da sieht man, was da für Kräfte wirken. Oh ja, Richter versucht es auch immer so auf kurze Distanz mal mit dem Knie. Es ist schwierig, da am Käfig wegzukommen, wenn ein Gegner so enormen Druck ausübt. Aber es ist eins zu sehen, Shota wollt runter und Richter geht sogar leicht runter in die Knie, um sich wieder hochzuschieben. Also der will den Boden erstmal vermeiden. Der möchte lieber im Stand kämpfen. Ja, er will natürlich hier auch nicht den Takedown kassieren in der Rückenposition. Ja, 90 Kilo Typen auf dir drauf willst du auch nicht haben. Will kein Mensch. Jetzt hat er aber gleich Shota. Jetzt ist gute Takedown-Verteidigung von Richter. Ja. Macht's gut. Aber jetzt bis zu diesem Zeitpunkt. Da habe ich gerade noch das Kompliment ausgesprochen und dann ging es auf den Boden. Ja, kann man nicht dauerhaft abwehren. Es ist, wenn er so drangvoll dran gearbeitet wie von Shota. Der drückt sich nach vorn, will rüber, will in die Side Position. Richter schließt die Beine hinten zusammen. So, nun heißt es lange am Boden verteidigen für Tim Richter und gucken, dass er den Gegner überhaupt nicht weiter rumkommen lässt und schon gar nicht aufrichten lässt. Ja, Tim Richter muss natürlich hier jegliche Schläge vermeiden, darf seinem Gegner nicht den Raum geben, dass der mit Fauststößen oder mit Ellenbogenstößen hier am Boden arbeiten kann. So, jetzt hat er den Zaun im Rücken, drückt sich raus. Sehr gut wieder aufgestanden. Aber hier sieht man jetzt direkt vor uns, was da für Kräfte wirken. Wahnsinn, der drückt den Zaun durch, aber guck mal, wie der sich biegt hier. Das ist Wahnsinn, wie viel Power dahinter steckt. Jetzt wieder der brutale Kniestoß zum Körper. Und der Shota nächste Takedown-Versuch. Ja, Shota greift schon wieder rum. Und jetzt kriegt er die Anweisung, er soll den Kopf auf die Brust von Richter bringen. Genau, die Kopfposition. Also Richter muss hier richtig hart verteidigen. Ja, Richter braucht, glaube ich, mehr Raum. Der braucht Raum für Schläge und für Kicks. Und ja, aber er schafft es nicht, sich zu lösen. Sein Gegner Shota ist natürlich wie ein Schraubstockgriff. Extrem hat stark, dran, ja. Hat diesen Ringergriff. Scheint auch nicht müde zu werden. Bleibt dran, wieder der Kniestoß. Das ist nicht der Kampf, den Richter will. Aber bisher verteidigt er sich gut in dieser Situation. So, nun lösen sie sich. Ja, jetzt muss er zeigen, Richter, was kann er. Da kommt schon wieder der Takedown-Angriff. Da schickt er den Aufwärtshaken rein. Also der will nicht, dass es zum Boden kommt. Da wieder, rechte raus. Shota ist dran, hat an der Nase so einen kleinen Riss. Das ist, glaube ich, weil sie beide mit den Köpfen aneinander waren. Aber keine Schlagwirkung.
Ja, da tropft ein klein bisschen Blut. Ja, es ist so eine so schwierige Stelle, weil da ist so gut durchblutet natürlich das Gewebe und dann... Ja, über dem Nasenbein ist die Haut natürlich auch dünn. So, jetzt ist Richter. Oh, jetzt war er richtig heiß. Das haben wir gesehen, da hat er schon so die Augen, die waren... Ja, ich bin gespannt, wie viel Power jetzt... Mehr geschoben. Es war kein voller Treffer mit der Faust, aber er hat ihn dann auch richtig weggeschoben. Ich wollte gerade noch sagen, ich bin gespannt, wie viel Power jetzt Richter noch hat. Aber hier hat man gesehen, er hat auch schon Substanz gelassen. Das hat den Takedown jetzt einfach gemacht. Schutter konnte da relativ schnell wieder in den Bodenfight übergehen. So, und damit holt er sich jetzt auch wirklich die Runde ganz deutlich. Ja. Also anstrengende, kräfteraubende erste Runde für beide Kämpfer. Für beide. Wobei ich mir sicher bin, ich habe es eben schon mal gesagt und ich wiederhole mich, das ist nicht der Kampf, den Richter möchte. Der will im Stand bleiben, der will seine Kickbox-Fähigkeiten zeigen. Das sind durchaus seine Stärken. Hier war jetzt die ganze Zeit in der Defensive. Ja, da wurde er zu Boden gebracht und ab da, fast durchgängig, muss er dann gucken, dass er immer seinen Gegner trägt. Jetzt haben wir leider nicht die Szene gesehen, in der es zu diesem kleinen Riss an der Nase kam. Es sind aber schon die Cutmen drin, gucken sich das Ganze an. Und scheint kein Problem zu sein. Seconds out, Kämpfer aus dem Ring. Seconds out, Betreuer aus dem Ring. Ja, aber Richter hat viel Power investieren müssen, um sich zu verteidigen. Und Schote hat aber auch viel Energie reingesteckt, eben ihn so lange dann zu halten. Ja, Schote ist schon Bulle von Mann. Der ist schon extrem kräftig, stabiler Rücken, massiver Schultergürtel. Wenn du mit so einem ringen musst, das geht schon an die Substanz. Warten. So, Matte ist wieder gesäubert, damit es nicht rutschig ist, vor allen Dingen, dass da keine Flüssigkeit im Wasser ist. Ringfrei, Runde 2, Second Round. Also ganz wichtig jetzt die Takedown-Defense von Richter. Ja, und vor allem muss er gucken, dass er selber Treffer jetzt landet. Er muss sich ein bisschen besser präsentieren. Erstmal nimmt er eine linke. Ja, die kann er austänzeln, kann er ausweichen. Jetzt wechselt er die Auslage. Das war zu viel. Single Leg, Takedown-Versuch. Jetzt haben wir wieder die unangenehme Position für Tim Richter. Und wieder fast derselbe Bewegungsablauf. Wird Richter wieder zu Boden gebracht. Da sieht man, der schüttelt richtig den Kopf, sagt, es läuft einfach nicht. Ist klar, der ärgert sich. Der will keinen Bodenkampf. So, jetzt muss er aber gucken, wie kann er vielleicht aus der Position sogar seinem Gegner noch mehr Schaden zufügen. So, die Anweisungen, die kommen ziemlich klar drüben aus der Ecke hier von Munich MMA. Ja, Schutter soll Ruhe bewahren, die Position optimieren, seinen Gegner müde machen. Also das Team in seiner Ecke ist zufrieden. Das ist anscheinend der Kampf oder die Taktik, die sie im Vorfeld gefehlt haben. Er zwingt Richter auf jeden Fall seine Kampfbestimmung hier auf. Ja, Richter kommt nicht zur Entfaltung. Und jetzt muss Schutter aber dann auch gucken, dass er versucht, ihm die Position peu à peu zu verbessern. Weil sonst kann es auch ganz leicht sein, wenn die da lang nur beieinander rumliegen, dass dann irgendwann der Referee Jay Gürkel dazwischen geht und sagt, aus, im Stand und weiter geht's. So, kurze Schläge von Richter erstmal, damit Schote auch so ein bisschen mehr Deckung macht. So, und der. Ja, jetzt versuchen sie da diese Hand Control zu machen. Wer kann den Arm des anderen am besten runterdrücken und damit aus dem Kampf rausnehmen erstmal. Das ist sehr schwierig. Da ist er, der ist gleich rüber. Schotter ist gleich in der Side Position. Wegzukommen. Jetzt ist es schon passiert. Genau, Richter zieht die Beine hoch. Eigentlich erstaunlich, bei Schotter schiebt ihn noch so ein bisschen Richtung Zaun. Das ist ungewöhnlich, weil eigentlich wäre besser, jetzt schiebt ihn nur in die freie Fläche auf die Matte, dass er mehr Bewegungsraum hat. Ja, so blockiert er sich ein bisschen selber von seinen Möglichkeiten. Jetzt kommt er gar nicht so viel weiter. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch als Kämpfer, der in der Rücklage ist, hier kaum Möglichkeiten aufzustehen. Ja. So, und Richter drückt ihn einfach weg. Ja, es ist nicht viel, was passiert, aber es reicht anscheinend aus. Allein hier diese Schläge, die Schulter mit der linken macht. Die sind natürlich bei einem 90-Kilo-Mann, das ist sehr schmerzhaft, wenn es ankommt. Und immer wieder setzt er damit natürlich seinem Gegner zu. Und einmal, zweimal kann Richter sagen, okay,
Aber dann will er natürlich ihm die Treffer nicht mehr nehmen. Und dann bringt er die Arme weg. Und dann kann er sie ihm nicht mehr für Verteidigung nutzen. Für eigene Aktionen. Und das Kampfgeschehen läuft weiter ganz klar in die Richtung von Shota Gvasalia. Ja, etwas frustrierend hier für Richter, der keine Gelegenheit bekommt, aus der unteren Position sich zu befreien. Dafür macht Shota das zu gut. Kontrolliert ihn sicher, nutzt auch seinen massiven Körper aus. Arbeitet er sehr gut mit Körpergewicht und Körperkraft. Ja, legt einfach quasi seinen Brustkorb auf den des Gegners. Damit hat er schon mal viel erreicht. Ist auch für die Atmung für Tim Richter extrem schwer. So, jetzt Shota guckt. Will das rechte Bein von Richter wegbringen, damit er wirklich komplett in die Seite rübergehen kann. Jetzt. Ja, Richter ist fast schon ein bisschen frustriert, dass er da keine Möglichkeit findet, sich zu verteidigen, beziehungsweise sich zu lösen, sich zu befreien. So, ist gefährlich jetzt. Shota könnte, wenn er seinen Kopf noch unter die Schulter sogar des Gegners bringt, weil er also richtig seitlich unter ihm durchgeht, mit diesem Griff auch einen Triangle ansetzen. Ja, aber Shota geht da kein Risiko ein. Er bleibt bei seinem Handwerk, macht seine Punkte, kontrolliert seinen Gegner und versucht so die Runde. Er richtet auch das linke Bein von Shota nach Hause, versucht noch reinzuklammern. So, jetzt kommen so ein paar kurze Hacken. Kicks, er muss natürlich irgendwas machen. Er muss auch versuchen, seinen Gegner zu beschäftigen, ihn zu zwingen, dass der vielleicht einen Fehler macht, aber. Zweite Runde ist gleich zu Ende. Wer hätte das gedacht? Ich hätte nie hier auf eine volle zweite Runde getippt. Hätte ich doch locker gedacht, die 92 Kilo Kolosse, da schickt doch einer den anderen wirklich vorher raus aus dem Kampf. Wieder klare Runde, die hier an Shota Gvasalia geht, der aber völlig ausgepumpt schon wirkt. Der wird hier von seinem Team erstmal auf den Hocker hochgehoben. Während Tim Richter aufsprang, rüber in die Ecke rannte. Das könnte auch so Aussagekraft geben für so eine dritte Runde. Wer hat einfach noch mehr Power? Ja, Tim Richter ist natürlich jetzt im Zugzwang. Er hat die ersten beiden Runden verloren. Er muss ihn finishen. Er muss vorzeitig den Kampf beenden, wenn er überhaupt eine Chance haben will. Die ersten zwei Runden sind so klar weg. Also da kommt auch keine Split-Decision. Irgendwas hier in Frage oder so für diese zwei Runden. Und da ist auch ein Unentschieden überhaupt nicht im Bereich des Möglichen. Second Sound, Betreuer aus dem Ring. Second Sound, please. So, aber er ist schwer am Ladies Atem, and Gentlemen, zwei Runden sind durch. Die dritte tickt. Ja, Tim macht immer noch vor der Luft. Weiß, wie anstrengend das da oben ist. Ja. Ein bisschen Wegzehrung für beide Kämpfer in die dritte und letzte Runde. Er hat angebracht. Wie viel der gearbeitet hat. So, und Richter steht da, angespannt. Viele Bogensehne. Ring frei zur dritten und letzten Runde. Und Richter braucht im Stand klare, harte Treffer. Der wird seine Chance jetzt noch mal suchen, aber... Und er muss vor allem erst mal ausweichen. Er darf keinen nicht riskieren. Wieder Nein. auf den Boden kommen. Nein, daher passiert schon und er drückt ihn weg. Und auf gar keinen Fall... Die Verteidigung das ist da zu schwach. Das darf für Tim Richter eigentlich nicht passieren und das... ist jetzt genau sein Problem. Jetzt bleibt hätte er besser verteidigen müssen. Jetzt hat er leider wieder seinen Gegner da, wo er nicht hin soll. Für einen Moment hat er gedacht, vielleicht kann er ihn wirklich überwerfen. Aber das machst du nicht. Du hebst keinen 90-Kilo-Mann über dich drüber im Sitzen. So, kurze Ellbogen, schmerzhaft. Alle auf die Schulter, oben. Auf die Muskulatur. Ja, und wir hören es wieder aus der Ecke von Shota. Play it safe waren die Worte. Also, die Sicherheit steht hier im Vordergrund. Kein Risiko eingehen. Tim Richter am Boden kontrollieren. Ja, er muss die Runde genauso zu Ende bringen. Das wird nicht spektakulär aussehen. Ja? Aber das wird genau das probate Mittel sein. Und es sind noch 3 Minuten, 40 Sekunden in dieser Runde. Und Richter muss sich was einfallen lassen. Der muss sich da lösen, der muss da raus. Weil ansonsten wird er einfach am Boden festgenagelt von Shota. Und dann hat er keine Chance, hier überhaupt noch in das Kampfgeschehen so einzugreifen, dass er es rumreißen kann. Ja, er versucht die Hüfte mal nach rechts, mal nach links zu schieben. Aber
Ja, Technik und Kraft reichen nicht aus. Jetzt kommt es. Er riskiert sogar, dass Schulter in die Side-Position kommt, um ihn vielleicht richtig wegzuschieben nach unten. Ja, er muss ihn drücken. Jetzt muss er die Beine runterbringen, ganz genau. Ja. An die Hüfte am besten, genau, und dann könnte er ihn abstreifen. Nein, Schulter hat den Braten gerochen. Und wie so ein. Wie so ein Putzerfisch, der sich angesaugt hat. Man kennt es so aus der Natur, wenn die so dran sind, zieht sich da weg, klebt förmlich an Tim Richter. Nein, Schulter wird genau so weitermachen. Da wird sich nichts mehr ändern. Und drückt jetzt, das ist dieser gefährliche Griff, wenn er da rumkommt und dann Richter gegen seine eigene Schulter zieht. Und die Zeit läuft gnadenlos runter, in dem Falle für oder gegen Tim Richter. Ja, und absolut für Shota Kvasalia. So, selbst das Abstützen hinten am Cage-Zaun, also sich mal kurz wegdrücken, hilft auch nicht für Tim Richter. Nee, der ist noch nicht wieder richtig drin. Er hatte die Pause seit 2019, die war halt einfach auch lang. Also wenn der Fight so zu Ende geht, dann wird der Tim sich richtig ärgern, da bin ich mir sicher. Ja. Der ist absolut unzufrieden. Nochmal schöne harte Ellenbogenstöße. Aber auch die werden jetzt blockiert von Schulter. So, da versucht das. Tim kriegt die Ansage. 2 Minuten noch. Das ist quasi das Finish, was er jetzt einläuten muss. Oh, da war es passiert. Triangle-Versuch. So, Kvasalia ist jetzt in der Side-Position. So. Und Richter schlägt. Oh, weiter geht's mit Ellenbogenstöße. Ganz böser Cut bei Kvasalia. Das ist jetzt. Passiert natürlich auch durch den Ellbogeneinsatz. Unschön anzusehen. So, da wird. Und jetzt wird kurz unterbrochen. Jaron Gückel unterbricht den Kampf. Aber auch hier muss man sagen, das sieht natürlich meistens schlimmer aus, als es ist. Ja, das sind, wie gesagt, diese kleinen Hautrisse. Wenn du so eine kleine Rissverletzung am Kopf hast, und leider, natürlich stark. Das blutet stärker. Und dann, wenn die beide noch aneinander rein, verwischt sich das auch. Und schon hat man den Eindruck, da ist ein riesen Schlachtfest passiert. Ja, natürlich muss man jetzt erstmal schauen. Natürlich müssen die Cutmen jetzt gucken. Es sieht brutal aus, aber es ist nicht so schlimm wie ein Kreuzbandriss oder ein Schienbeinbruch. Nein. So. Jetzt ist die Frage, kriegen Ulfra Bethke und Tobias Moritz das Ganze so hin? So. Können die diese Blutung stoppen, sodass der Kampf weitergehen kann? Das ist die Frage. So, Besprechung mit dem Ref. Aber Schulter ist auch ein bisschen benommen, glaube ich. Das ist eine Sache, es wird gekühlt. Und es könnte durchaus sein, dass da einer der Ellenbogenstöße auf Wirkung gezeigt hat. Die haben natürlich dann getroffen. Natürlich auch angeschlagen bist, ein bisschen benommen bist. So, natürlich, jetzt kommt erstmal noch ein bisschen Mattencleaning rein. Das muss auch sein. So, bis hierhin, wir sehen es jetzt in der Aufteilung. Da ist es eben noch nicht passiert. Und dann hatte Tim Richter mehrfach versucht, kann auch hier mit dem Knie passiert sein, weil ab hier sieht man eigentlich schon, da ist dann etwas mehr Blut unterwegs. Ja, da ist die Wunde offen. Ich denke, es war der Ellenbogenstoß. Ellbogen oder Knie, so genau war es jetzt nicht zu erkennen. So, der Doktor ist da, Matthias Schiffer fragt auch nochmal. Schulter gibt Signal, nickt, atmet durch. Jetzt geht zurück in die Position, in der unterbrochen wurde. Und es wird angezeigt, Rückenlage für Tim Richter. Jawohl, Side Position, fast Side Position. So, das Team moniert. So, jetzt der Kampf wird freigegeben, jawohl. Es geht weiter, das Team von Munich MMA wollte eine andere Position haben und Richter. Und da kommen weiter bringt die Ellenbogen auf den Kopf. Der kann natürlich jetzt drauf drängen, ob es dann nachher einen Abbruch gibt, weil er nicht mehr kampffähig ist, Schulter. Schulter muss jetzt mehr verteidigen, muss da ablocken. Genau. So, und er muss jetzt gucken, dass er den Kopf da wirklich tief unten hat. Und nicht, dass er aufkommt. Oh, es wird weitere Ellbogenstöße. Wieder jetzt Timeout. Wird abgebrochen. Die Wunde, die ist leider, die ist tief. Das ist jetzt leider ein richtig tieferes. Hat er schon abgebrochen jetzt? Ich weiß nicht. Er gibt ein Timeout. Timeout. Er gibt den Ecken das Signal. Ruhe. So, dann zeigt er einen Ellbogen auf den Kopf. Er hat Kopf, sich da über die Ecke von Richter aufgeregt. Die haben wohl da zu massiv reingebrüllt. Die monieren natürlich, dass die Ellbogen sehr weit hinten am Kopf platziert sind. Trefferfläche ist da nicht so weit. Ja, das ist vorne der Gesichtsbereich. Aber du darfst eben nicht
So, jetzt gibt's. Okay, es gibt gerade die Absprache zwischen Jehan Gürkel und der Supervisorin, zwischen Sabine Behrendt, die jetzt abstimmen, was war jetzt punkto Reglement. Ist das eine legale oder illegale Technik gewesen? So, Shota Gavassalia wird jetzt von den Cutmen weiter betreut, hatte wie gesagt diese kleine Geschichte an der Nase, die ist aber gut im Griff. Da kommt immer noch ein bisschen was drauf, aber... Jetzt kommt der Ringarzt nochmal hinzu. Ja, Dr. Matthias Schiffer guckt auch nochmal, schaut sich genau oben die Fläche an. Ja, da ist ein Riss und das geht schon langsam so in den Hinterkopf über. Und das ist dann eigentlich keine Trefferfläche mehr. Das passiert aber auch unbeabsichtigt. Also klar, Schoter hat den Kopf tief runtergenommen, Richter versucht Ellbogentreffer anzubringen. Und wenn dann natürlich der Ellbogen unterwegs ist und Schoter zieht runter, dann geht so ein Treffer ganz auch schwierig, mal nach oben. Ja. Ganz schwierig dann auch für den, das ist auch keine, dass man für den Kampfrichter das zu erkennen, weil der Kopf ist ja in Bewegung. Und dann so ein Zentimeter weiter vorne oder hinten, so. Das ist natürlich schnell passiert. Aber jetzt mit Vaseline ist zumindest die Blutung schon mal gestoppt. So, Abstimmung, Supervisorin, Ringarzt. Rücksprache nochmal. Also ich wünsche mir natürlich, dass der Kampf jetzt nicht abgebrochen wird. Es ist auch nicht mehr allzu lang. Aber klar, es darf jetzt nicht riskiert werden, dass es noch eine größere Verletzung wird. So, es dauert noch kurz. Die Ecken werden aufgefordert. Nutzen wir die kleine Pause, erinnern nochmal daran, diese tollen Kämpfer, We Love MMA, könnt ihr unterstützen, indem ihr uns folgt auf Instagram, Facebook, YouTube. Wo sind wir noch überall? Auf jeden Fall natürlich auch auf der eigenen Homepage bei We Love MMA. Absolut. Absolute Mediathekengeschichte. Das hier wird ein Duell, das wird er eingehen. Und jetzt gibt er das Kommando, Jehan Gürkel. Kampf in den Stand. Oh, Schotter hat ein bisschen Probleme. Ich glaube, das war aber, weil er lange gehockt hat, dass ihm der Fuß so ein bisschen eingeschlafen ist. Und jetzt geht er in die Rückenposition. Jawohl. Das ist verständlich. Ja, und nun muss Tim Richter kommen. Er muss rangehen, er wird aufgefordert. Dabei wäre es ein probates Mittel, er kann sich fallen lassen. Er kann sich einfach selber in die Rückenposition begeben. Lässt die Uhr runter ticken. Ja. Das ist natürlich jetzt für Tim Richter auch eine ärgerliche Situation. Es sind ja nur noch 14, 15 Sekunden. Das ist abgekocht natürlich, was Schoter da macht. Sobald Richter kommt, wird jetzt auch bei erstbester Gelegenheit wieder in die Bodensituation gehen. Er muss jetzt einfach nur klammern. Er muss die 10 Sekunden durchklammern. Richter kommt nicht frei, kann keine Schläge anbringen. Die Uhr läuft gnadenlos runter. Und wenn Schoter ihn wieder auf den Boden bringt, dann ist sowieso die Sache durch. Er darf nur nicht riskieren, dass er noch einen Knockout kriegt. Nein, nein, er lässt sich fallen. Aber jetzt Ground and Pound. Oh, Richter, ich denke schon, dass da ein klein bisschen Trefferwirkung dahinter war. Richter dreht noch mal letzten 10 Sekunden. Es trommelt. So, die Runde ist wieder leicht offen. Aus. Ende der zweiten Runde. Dritte Runde. Ende des Kampfes. Spannend hier bei Wheel of MMA. What a bloody fight. Hart umkämpfter Fight. So, Richter zeigt zwar an hier, ich war bis zum Ende da, aber das reicht nicht, Tim. Tim, das wird nicht reichen, denn die ersten zwei Runden, die waren so klar am Boden dominiert von Shota Gavassalia, der zwar schwer gezeichnet jetzt hier am Boden hockt, aber Richter hat auch aber demonstriert. Aber guck mal hier, ist das nicht schön. Das ist der Moment, oder? Das ist Kampfsport. Bis eben, sich bekämpft mit allem, was sie haben. Und sie haben sich wirklich übel zugesetzt. Ja, schöne Geste von Tim Richter. Aber wenn es vorbei ist, dann ist es halt einfach auch nur ein Wettkampf gewesen. Und dann geht man hin, dann fragt man, wie es dem Gegner geht. Dann guckt man, ob alles okay ist. Und die nehmen sich dann auch nochmal an den Arm. Und es ist auch schön, dass es zu sehen ist, weil das kommt oft zu kurz. Da wird oft ein Bild vermittelt, das gar nicht so der Realität entspricht. Sehr, sehr spannende dritte Runde, wie ich finde. Es hätte nochmal kippen können, völlig. Wobei ich selbst glaube, dass in dieser dritten Runde hatte Gavassalia mehr Anteil am Boden und damit das Urteil muss einstimmig sein. Da kann es nicht viel geben. Ich wüsste nicht, was jetzt dagegen spricht. Die Unterbrechungen waren richtig. Die waren wichtig, dass man guckt. Man könnte sogar die dritte Runde Tim Richter geben, weil er mehr Schaden angerichtet hat. Ja, aber, von der Warte her stimmt. Aber dann sprechen immer noch Runde 1 und 2 natürlich gegen ihn. Deutlich und deswegen wiegen richtig viel. Ja, deswegen können wir hier von einer Niederlage von Tim Richter ausgehen und von dem Sieg von Shota, der jetzt auch den Arm nach oben streckt, die Faust zeigt. Aber es war ein anstrengender, harter Kampf für beide Fighter und
man hat uns überrascht. Der Kampf ging über die volle Zeit. Der erste Kampf bei We Love MMA 64, der über die volle Zeit geht. Und das bei diesen ganz schweren Jungs. Keiner hat es vorher getippt. Ich lag auch meilenweit daneben. Niemals, hätte ich niemals gedacht. Aber das ist das Schöne am Kampf. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als allererstes, und ich denke, das ist mehr als gerechtfertigt, hätte ich ganz gerne eine große Respektsbezeugung an Tim Richter und Shota Gvasile. Ja, also da muss man aufstehen. Da bleibt gar nichts anderes. Und zwar für beide hier, für Tim Richter, für Shota Gvasile. Standing Ovation in München, absolut gerechtfertigt. Vor der Urteilsverkündung würde ich mich ganz gerne noch mal persönlich einmischen. Wer immer hier gerade geboot hat, hat einen Mann ausgeboot, der 3x5 Minuten alles, was drin war, blutüberströmt die Dinge bis zu Ende gebracht hat. Hey. Ich werd mal das Wort nicht wiederholen, was sein Coach dazu gesagt hat, aber ich gebe ihm recht. Ja, sowas macht man einfach nicht, geht nicht. Ja, also wer immer hier reingeht in den Cage, verdient Berge von Respekt. Und wer so kämpft, der verdient ein Gebirge von Respekt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Urteil war wie der Kampf. Nicht einfach, dennoch waren sich die Judges am Ende einig. Mit 2:0 Richterstimmen geht der Sieg in die blaue Ecke an Shota Gvasile. Ja, natürlich. Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Jetzt sofort Sitzplatz auswählen und ausdrucken.